Ja, auf der B260 zwischen den Abfahrten Oberwalluf und Niederwalluf kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Bei diesem Frontalzusammenstoß kam es zu zwei Schwerverletzten. Bei Eintreffen war noch eine Patientin im Fahrzeug, ein weiterer war bereits aus dem Fahrzeug, wurde vom Rettungsdienst reanimiert. Die Ursache für den Herz-Kreislauf-Stillstand ist derzeit nicht bekannt. Ja, die Fahrzeuge waren abseits der Straße im Feld, eins direkt im Straßengraben, eins ein bisschen weiter abgelegen im Feld, ja, sodass die Einsatzstelle etwas auseinandergezogen hat. Das waren die Einheiten aus Niederwalluf, sogar aus Oberwalluf, alarmiert vom Brandschutz, der Rettungsdienst mit Einsatzleitung Rettungsdienst und der Rettungshubschrauber Christoph Zoo. Momentan, nachdem wir die Patienten gerettet haben und den Rettungsdienst übergeben, laufen jetzt noch Aufräumarbeiten. Danach werden wir die Straße wieder freigeben und die Einsatzstelle der Polizei übergeben.